Mein Name ist Sascha Rabia und ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagt, ich mache als Banker für eine spezielle Bank oder als Vermögensverwalter, als freier Vermögensverwalter Geschäft mit ETFs und die sind besonders günstig für den Kunden. Und an dieser Stelle ganz wichtig, frag mal, was denn das so ein Honorar kostet. Ja, und ich habe den gefragt, der sagt so im Schnitt zwischen 1 und 1,5% aufs Volumen jährlich. So, das heißt, wenn du einen aktiv gemanagten Fonds hast, ja, vielleicht sogar mit Ausgabeaufschlag und der ist gut, dann hast du ein Break-Even nach 3 bis 5 Jahren. So, und wenn du aktiv gemanagte Fonds einkaufst, dann wechselst du die auch nicht jedes Jahr. Gegenteil, dann sind das Langläufer. So, das heißt, meine Kunden sind sehr viel besser aufgestellt, günstiger aufgestellt, wenn sie eine gute, nachhaltige Strategie haben. Wenn du mehr wissen willst, ruf mich an, dann schreib mich an.